Sodala, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16. Mein Name ist Franconia und ich muss sagen, momentan läuft's richtig bei uns gut. Die letzten zwei Spiele, zwei Siege. Darauf kann man aufbauen, hätte ich gedacht. So, Innenverteidiger machen wir auch mal ein bisschen hier. Stones, Alter, das ist ein Viech, Alter. Mach mal zwei Kämpfe, genau. Und noch mal ein bisschen Außenverteidiger diesmal noch. Den. Jones, Garbutt. Garbutt und Holgate, das sind auch so Monster. So, wir simulieren. Bevor es dann heute... Oh, Holgate sogar mit A. Sehr schön. Das freut mich doch. Wir gucken nochmal. England abgegrast. Das ist schön. Spieler gesperrt. Das ist nicht schön. Wenn wir gleich mal beheben. Und zwar McCarthy raus. Dafür den Besitz rein. Aber den McCarthy müssen wir hier noch raus tun. Dann haben wir hier noch den Lennon rein. So. Was wir noch machen werden, ist, gucken wir uns nochmal die Bundesliga-Tabelle an, wenn wir schon mal hier sind. So, Spieler gesperrt. Aktuell ist aus Frankreich, bam. Aktuell ist aus Deutschland, bam. Ich bin mich glücklich, Boss. Ich muss öfter spielen. Ja, okay, du darfst nächstes Mal ran. Dich werden wir aber, denke ich mal, falls wir doch bei Everton bleiben dürfen, werden wir ihn, denke ich, verkaufen. Nämlich der hat eigentlich nicht gut viel gebracht. Und hier nochmal. Was? Hä, wie geht das? 17 Spiele, die haben jetzt 17 Spiele, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, oder? Ist das nicht hier aktuell? Da haben sie 29 Spiele. Wieso hier nur 17? Verstehe ich nicht. Verstehe ich beim besten Willen nicht. Okay, was soll's? Was soll's? Wir machen heute weiter. Und das nächste Spiel ist dann gegen... Oh, Nationaltrainer für eine von Portugal. Nee, danke. Nein, danke. Aktuell ist aus Deutschland, können wir weg. So... Dann machen wir weiter. Wir können noch mal trainieren. Machen wir natürlich auch noch mal. So. Und zwar dieses Mal sind die Außenverteidiger dran. Mit Baines. Dann natürlich unseren guten alten Wellenreuter. Bam, Alter. Den lassen wir trainieren. Innenverteidiger haben wir den Funes. So. Natürlich lassen wir Harry Kane noch mal ein bisschen die Chancenerarbeitung trainieren. Und last but not least den Lukaku. Der ist 25. Er ist ja nicht schlecht, ne? Ballbesitz halten. Er ist ja nicht schlecht, ne? Aber momentan ist er nicht der Fitteste, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ui, zweimal A sogar. Bäm! Das freut mich natürlich sehr. So, weiter geht es dann heute. Nächstes Spiel, wer ist denn das? Oh, Leicester, oder? Leicester City, wie es aussieht. Jo, so ist es. Leicester City, aktuell ist aus Deutschland. Pressekonferenz. Wir motivieren natürlich nochmal unsere Jungs. Das können wir auch raus. Und dann geht es sofort weiter. Heimspielzeit. Bam, bam. Die Trikots passen soweit. Kommt, da tun wir mal den Lukaku raus. Und dafür ein Rivieri. Wie gesagt, Lukaku heute oder aktuell die letzten Spiele. Hä? War halt nicht ganz der treffsicherste. So, Abwehrskill, Alter. Dieses Drecks Redondo, oder? Dieses Drecks Redondo hat er gemeint.
Weißt du was, ich drück weiter, das Redondo nervt mich einfach nur. So, heute, Heimspielzeit gegen Leicester City. Ich weiß noch, wie viel Platz ist in Leicester City. Ich trinke da mal einen Schluck. Oh, 16. Ah, da müssen wir gewinnen. Alter, Tordifferenz minus 21. Was treiben denn die? Es ist angerichtet im Goodison Park. Und Shinji Okazaki, der ist da auch schon 33, Alter. Der Ex-Stuttgarter. So, hätte ich gesagt, machen wir weiter. Lee Probert ist der Mann der Partie. Der Leiter der Partie. Und los geht's. Gegen die unteren Mannschaften im unteren Tabellendrittel. Da haben wir, um ehrlich zu sein, richtig schlecht ausgeschaut bisher. Und so auch hier aktuell. So, ob jetzt. Kane. Schön! Nein! Was denn? Was denn, Junge? So, Freistoß. War vermutlich ein Foul, wie es aussieht. Schön. Nein, Obacht. Vorsicht. Inle. Schlupp. Vorsicht, die Flanke ist gut. Na, zu schwach gespielt. Jo, jetzt hat der Harry Kane wieder. Oben läuft der Reeve. Yeah, nee, cleverly. Cleverly! Tor, Tor, Tor! Everton führt 10. Minute. Cleverly mit dem 1:0. Yeah! Was für ein Strahl, Alter. Ein Sonntagsschuss. Alter Schwede, ein Sonntagsschuss. Wir gucken hier nochmal die Wiederholung. Cleverly setzt sich durch. Ist ja eigentlich ZOM, ne? Zieht er halt nach innen. Und nichts zu halten. Bam! Cleverly mit dem 1:0. Nichts zu machen. Yeah, wichtig, Alter. Wir träumen weiter von einem Engagement. Beim FC Everton. Mit Harry Kane. Kann sich leider nicht durchsetzen. Schade. Vorsicht. Schön dazwischen. Schön dazwischen. Coleman. Yo, Baines. Fuck. Verlier die Kugel. Baines, verlier die Kugel. Kante. Obacht. Wellenreuter. Schön. Nein. Obacht, Obacht, Obacht. Gut dazwischen. Gut dazwischen, Eckball. Gut, weiter Männer, weiter Männer. Denn Leicester muss ja irgendwann mal raus, ne? Die müssen ja irgendwann ein bisschen offensiver spielen hier. Rivière. Nein, falscher Knopf drückt, falscher Knopf drückt, Alter. Falscher Knopf drückt, der wäre durch gewesen, ey. Gut dazwischen. Boah. Alter. Vorsicht. Okazaki. Gut dazwischen. Gut dazwischen.
Schön. Cleverly, cleverly. Nein. War aber nicht so cleverly von ihm. Wacht hier, ne? Obacht. Die Toffees feuern ihre Jungs an. Vorsicht, Vorsicht, Wellenreuter. Dieser Teufelskerl nochmal Flanke. Jo, Junge, abseits, mein Beste. Okazaki. So. Cleverly. Ui. Die spielen da hinten mit heißem Feuer, Lester. Vorsicht. Inle. Okazaki, gut dazwischen. Schön. Unten, yo, cleverly. Immer wieder diese cleverly. Delefaux kann sich nicht durchsetzen. Schade. Wieder Konterschuss für Leicester. Der ist gut. Schöner Kopfball zurück, yo. Coleman. Schade. Obacht, schön. Besic. Yo. Baines. Schade. Gut dazwischen. Ui. Vorsicht. Vorsicht. Boah. Klasse. Schön. Nein, wieder nix, wieder nix. Obacht. Obacht. Vorsicht. Vorsicht, Wellenreuter hatten. Okazaki, ja, das Spielchen plätschert ein bisschen vor sich hin gerade. Das heißt wieder Obacht. Jetzt könnten wir vielleicht kontern. Boah, den habe ich schon echt drin gesehen jetzt, ey. Yes, das Mann. Wieder Okazaki. Gut dazwischen. Vorteil. Yo. Sehr schön. Gut dazwischen geprallt, aber leider Einwurf für die. Was ist jetzt? Jetzt gibt es nochmal gelbe Karte im Nachhinein. Für wen denn? Besic, okay, Muhammad Besic. Schön, abseits. Schade. Schade, schade, abseits. So, dann wird es wohl so hinauslaufen, dass wir mit einer knappen Führung hier in die Halbzeit gehen. So ist es. Und da können wir uns auf die zweite Halbzeit, denke ich, uns mal freuen. So, Tottenham führt gegen Newcastle, okay. Können wir uns eigentlich auf die zweite Halbzeit freuen, nämlich da wird es jetzt Platz geben zum Kontern. So. Besic. Nein. Obacht, kein Abseits, kein Abseits. Gut dazwischen. Der Ball ist aber noch heiß. Sehr schön dazwischen. So. Harry Kane. Da wird er gefoult, übelst gefoult. Da muss es gelbe geben. Da wird es die nächste gelbe Karte geben hier in diesem Spiel. Ne, Freunde, so ist es. Ganz klarer Freistoß. So, die bringen wir auch rein mit Delefaux. Kopfball. Und nochmal Einwurf, sehr schön.
Cleverly. Cleverly! Cleverly! Tor! 2-0! Everton schießt es 2-0 und wieder der Cleverly. Yeah! Ein wirklich starker Satz für Barkley. Hier nochmal, setzt er sich durch. Dann zieht er hier nach hinten. Da denkt keine Sau dran. Dann schießt er einfach. Zieht einfach ab und schießt es 2-0. Bam! Nichts zu machen. 2-0. Wusch. Traumtore. So. Passt schon. Gut dazwischen. Rivière, der will's auch mal. Hui. Auf, Männer. Weiter geht's. Vorsicht, schön dazwischen. Schön, kein Abseits. Ach. Obacht. Inle. Schön dazwischen. Schön dazwischen. So, jetzt haben wir Platz hier. Jetzt haben wir Platz. Kein Abseits. Rivière! Boah! Alter! Nächste Schuss! Raoul Boubardier, ja? Foul für uns, ne? Für die. So, jetzt mal hier ein bisschen Ruhe wieder reinbringen hier. Wellenreuther, ui, kommt da nicht hin, der geht aber auch ziemlich weit raus. Ne? So, Coleman. Flanke ist gut, Rivière! Kommt leider nicht hin, weiter geht's. Über Miralles. Von dem heute auch nicht viel zu sehen. Nochmal Kopfball. Und wieder nichts. Und nochmal Einwurf. Ich glaube, da können wir jetzt doch nochmal. Komm, wir tun mal einen Miralles raus. Wieso haben wir zwei rechte Mittelfelde? Dafür einen Lennon mal rein. So. Cleverly! Kasper Schmeichel, das ist ein Peter Schmeichel, sein Sohn, ne? Der wäre vielleicht eine gute Alternative, aber ich weiß ja nicht, ob der so gut ist, ne? Kein Abseits, Tor, nein! Weiter geht's, yo, Besic. Der passt zum richtigen Zeitpunkt. Cleverly. Schade. Ich glaube, den werden wir jetzt auch raustun. Ne? Ich glaube, der hat sein Soll heute getan. Cleverly. Dafür rein in Naismith. So. Viertelstunde vor Spielende geht er raus. Der Mann des Tages. Stephen Naismith kommt rein für Tom Cleverly. Hui, gut dazwischen. Und Einwurf, aber wohin, Freunde? Wohin? Schade. Was ist jetzt abseits nochmal? Okay, kein Problem. Wir sind voll im Plan hier. Kasper Schmeichel, hau die Kugel raus.
Schön, schade. Hat noch den Ball. Jetzt aber nimmer. Kein Abseits, kein Abseits. Jetzt Rivière, Rivière. Das gibt's nicht. Jetzt Mechten. 3-0, 3-0, 3-0. Rivière. Aber schon wieder im ersten Versuch mit, ne? Jetzt kommt doch die Mannschaft so richtig ins Rollen, oder? Everton führt 3-0. Rivière. Yes, 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 yes. 3-0. Ja, deutlicher kann man nicht führen. Doch, mit 4-0. Entschuldige. So. Die Flanke ist zu weit. Man geht ins Aus. Und Abstoß. Und hört die Fans an. Was sogar abseits? Ja, ja. Ja, wenn das kein Abseits wurde, was ja auch nicht da. So. Stones. Jo, nochmal. Naismith. Naismith. Boah. Komm, Bisic, der haut Ampfen drauf. Bisic. 4 Minuten Nachspielzeit. Ja, aber mehr passiert hier nichts mehr, Freunde. Viel passiert hier nimmer. Hochgewinnt Leicester heute nimmer, Freunde. Nochmal. Schön. Nein. Boah. Boah! Wow. Vorsicht, Ulua! Vorsicht, schön! Und da ist es aus! Pflichtaufgabe erfüllt, wir gewinnen 3-0. Lockerflockig gegen Leicester City. Und wir träumen weiterhin vom internationalen Geschäft. Ja, yeah, wichtig, liebe Freunde. Dann war es das für diese Folge. War ziemlich cool heute wieder, ne? Zwar vielleicht nicht so spannend, aber ich denke mal auch verdient mal mit 3 Toren Unterschied zu gewinnen. Und ja, Tom Cleverley, wie gesagt, der Mann des Tages mit seinen 2 Buden, hat uns auf die Siegerstraße gebracht. Und naja, ne, morgen ist dann wieder ein neues Spiel. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, servus.